FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio-Licht. Die Radiobühne. Die Plattform für Künstler auf Radio FIPS. Es ist wieder soweit. Radiobühnenzeit auf Radio FIPS. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Radiobühne. Ja, heute hier bei uns zu Gast eine Riesenband. Und die hatten gar keinen langen Anfahrtsweg. Wir präsentieren Ihnen heute Jackie Brown. Sie hat keine Angst vor Monstern. Sie läuft alleine durch die Nacht. Sie hat keine Angst vor Monstern. Ich hab keine Angst. Sie werden einfach kalt gemacht. Hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke steht ein finster Gesell. Hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke wird es auch mal wieder hell. Wird es auch mal wieder hell. Wird es auch. Susi hat keine Angst, mein Mädchen, hat Mama gesagt. Hab ich dir immer wieder gesagt. Susi hat keine Angst, mein Mädchen. Monster fressen dich nicht auf. Sie läuft alleine über den Friedhof. Sie läuft alleine durch die Nacht. Sie hat keine Angst vor Monstern. Ich hab keine Angst. Die werden einfach kalt gemacht. Hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke steht ein finster Gesell. Hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Hinter jeder Ecke wird es auch mal wieder hell. 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 Thank you.
Radiobühne live und heute live zu Gast hier bei uns auf der Radiobühne Jackie Brown. Und Jackie Brown, das sind dann, jetzt muss ich sagen, in Anführungszeichen Mr. Kielkaste und Till Paradiso oder Pet Sticks oder, na, vielleicht ist er wirklich ein klein wenig durchgeknallt, Lobo Loco. Na, Loco im Spanischen, sag mal, durchgeknallt irgendwie. Und die Jungs, die nehmen jetzt Platz hier bei mir am Mischpulttisch. Und der Kollege am Schlagzeug, der braucht noch ein klein wenig, hat den weitesten Weg, aber nee, jetzt passt's. So, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen, hier bei uns zu Gast bei Radio Fips auf der Radiobühne. Hey, herzlich vielen Dank, willkommen, dass wir kommen dürfen. Ja, schön, ja. Schön hier zu sein. Jetzt dürft ihr euch mal vorstellen und natürlich auch dann mit welches Instrument ihr spielt, damit die Leute draußen wissen, mit wem sie es hier überhaupt zu tun haben und vor allen Dingen, woher kommt ihr? Ja, genau. Also wir kommen aus Köppingen, also die Band sozusagen. Ich bin der Kili, spiele Gitarre oder Bass und singe auch hauptsächlich. Auch so ein bisschen der Hauptsongwriter, ja, mehr oder weniger, ja. Mit dem Lobo. Oh ja, ich spiele auch ein bisschen Bass ab und zu mal und spiele dann die Keys, Synthesizer, Blueshaub und auch wieder alles Mögliche so. Und gebe gleich mal weiter an den Till. Ja, hallo, ich bin Till. Ich spiele Saxophon und Euphonium. Und ich muss zugestehen, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich komme gar nicht aus Köppingen. Ich komme aus Stuttgart. Okay, das habt ihr jetzt nicht gehört, aber ich habe hier großen Spaß und wir haben uns alle hier wunderbar kennengelernt und es ist ein Riesenfest. Und dann gebe ich weiter an Pete. Ja, hi, ich bin der Pete. Ich bin am Schlagzeug und bin unter dem Alias Pete Sticks unterwegs in Anlehnung an die Pete Sticks. Und du jüngst in unserer Truppe. Pete Sticks. Nesthäkchen, ja. Genau, Pete Nesthäkchen. Ihr seid, haben wir schon im Vorgespräch gehabt, also nicht alle Gründungsmitglieder der Band. Gründungsmitglieder seid ihr beide. Ne? Genau, ja. Kili und Lobo, ja. Seit wann zusammen? Also wir spielen eigentlich schon 12 oder 13 Jahre zusammen, so der Lobo, ja. Und ich. Till, wann kommst du dazu sofort? Ich glaube, ich würde sagen, vor 3 oder 4 Jahren. Wir haben uns an der Hochschule hier kennengelernt, ja, ja. Genau, und irgendwie hat sich so ergeben. Schon mehr wieder wie viel? Also dann sind wir mal 5 Jahre. Ja, wahrscheinlich schon 5. Dann machen wir sowas wieder draus. Also gut, geben wir 5. Und der Pete? Ich will noch später dazukommen. Ja, du bist ein Jahr später wahrscheinlich wieder Till oder so dazukommen. Genau. Ich bin aber, glaube ich, auch schon 5 Jahre dabei. Ja, dann sind 6. Ja, ich dachte auch, beim Till ist bestimmt okay. Schon 6. Ehrlich, ja, boah, die Zeit vergeht, hey. Genau, die Bärte werden länger. Gut, Corona müssen wir abziehen. Genau, behalte 4, schreibe 5, 8 im Kopf, nichts im Sinn. So muss es gewesen sein. Also liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt an die Band, dann dürft ihr diese natürlich auch stellen. Habt dazu mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr schickt uns da ganz kurz eine WhatsApp-Nachricht an die 0716194424. Also WhatsApp-Nummer 0716194424 oder einfach ganz kurz eine E-Mail an studio@radiofips.de und ich bin mir überzeugt, die Jungs, die beantworten euch dann auch die Fragen. Schauen wir mal. Gar nicht. Wir haben kaum Geheimnisse. Genau. Es gibt viele Leichen im Probekeller. Genau, die Leichen liegen im Proberaum. Nächste Frage an euch. Wie entstehen eure Songs und wie seid ihr dazu gekommen, deutsche Texte zu machen? Ja, also ich habe so, was weiß ich, wahrscheinlich mit 14 oder so angefangen, Lieder zu schreiben. Da habe ich noch viel auf Englisch gemacht und dann irgendwann haben wir angefangen auf Deutsch. Ich habe schon einige Bands, also auch so ein bisschen Punkrock unterwegs gewesen und Rock und so und jetzt halt ein bisschen mehr, auch mit Funk und so weiter. Und eigentlich schreibe ich echt schon ziemlich lange auf Deutsch. Wir haben manche Lieder auch 1, 2 auf Englisch. Wir haben welche mit bisschen Spanisch drin. Eins auf Schwäbisch haben wir auch. Auf Schwäbisch haben wir auch was. Ja, als Köppinger, ja. Da muss Schwäbisch sein. Genau. Sogar als Sturm, genauso. Also, wenn wir schon aus dem Schwabenland kommen, dann muss auch was Schwäbisch dabei sein. Ja, genau. Ja, und also entstehen tun die Songs, also manche Songs sind schon relativ alt, die habe ich vielleicht noch so ein bisschen mehr so Songwriter-mäßig geschrieben.
andere, die sind einfach so im Jam entstanden und ich habe mir im Nachhinein den Text rausgeschrieben, damit ich es wieder weiß. Das ist oft passiert, dass wir gejammt haben und dann ist irgendeine Idee gewesen. Dann hat er noch ein bisschen mehr Text dazu gemacht, der Kili, und dann war es ein Song. Und manche kamen auch vom Lobo so und haben ein bisschen verwurschtelt für die Band. Also das gibt es natürlich auch. Noch, die wir auch eingebaut haben und gepasst haben irgendwie. Und dann. Also ihr seid ja schon breit gefächert, auch mit euren Instrumenten. Uli sagte mir am Anfang, 20 Kanäle belegen Sie beim Mischen. Und beim Abmischen, ja, gibt ganz schön Arbeit für unseren Uli. Ja. Nein, das macht auch das Bunte aus in der Band, glaube ich, dass wir von 1000 Einflüsse haben und jeder spielt irgendwie was. Das ist, glaube ich, der Reiz daran. Deshalb, wir haben uns vorhin schon die Haare gerauft, wie wir es jetzt eigentlich nennen würden, unsere Musik. Und ja, das ich glaube, wir müssen so ein bisschen fast die Musik für sich sprechen lassen, weil es ist alles dabei. Also ein bisschen Jazz, Funk, Rock und dann Punk. Ich finde, das hat auch immer was Punkiges noch dazu. Ich komme ja ein bisschen auf den Punk. Dann so manche andere würde sagen, also so Krautrock. Ja. Im besten Sinne haben wir auch. Blues-Komponenten manchmal was Wildes, ja. Also es ist irgendwie der große Spaß. Und das macht die ganze Sache eigen. Und das ist eigentlich der wirklich große Spaß in der Band. Selbst Latin-Rhythmen haben wir noch mit drin. Genau, also, Olala. Bossa Nova. Bossa Nova. Genau, Nossa Bova. Alles dabei. Ja, denn, genau. es ist ja nicht so alltäglich, dass man auch zum Beispiel Tuba oder Saxophon in einer Band drin hat. Meistens dann die Standards, also Orgel und Schlagzeug und Bass und Rhythmusgitarre und das war's dann meistens. Ne? Aber da seid ihr schon richtig breit aufgestellt. Nein, da haben die Jungs mich zum Glück mitspielen lassen. Ja, gut, dann kommst halt, machst halt mit. Wir wollten nicht haben, ne? Ich hoffe, Saxophon und Tuba. Genau, so ist, hey, wenn du den Kasten Bier bringst, darfst du mitspielen. Wie das halt so ist. Okay. Dann würden wir sagen, oder? Unser nächstes Stück ist tanzen. Ja, oder? Die Leute vom Radio sollen jetzt tanzen. Ja, also. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen an die Band haben, einfach her damit mit euren Fragen. Habt dazu die Möglichkeit, einfach eine E-Mail an studio@radiofips.de oder eine WhatsApp-Nachricht an die 0716194424. Und jetzt wieder recht viel Spaß mit unserer heutigen Band, Jackie Brown. Beweg die Hüfte, beweg dein Arsch, bleib dennoch auf Fahrt. Seine Schüchtern, beweg die Hüfte, beweg dein Arsch, bleib dennoch auf Fahrt. Lass uns tanzen, tanzen, tanzen. Alleine tanzen. Scheiße, ich will jetzt nach Hause. Beweg die Beine. Der Drummer klingt so schön. Der Bass klingt so fett. Der Sax klingt so geil. Beweg die Beine. Lass uns tanzen. 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 Thank you.
reißt alle Mauern ein. Sie fährt fort und kommt nie wieder. Für immer frei, für immer frei. Bleib heute Nacht nicht hier. Lass alles hinter dir. Steig in den Bus und fühl dich frei. Sind auch die Freunde nicht dabei. Trink Alkohol auf Zigaretten. Über Nacht ohne Brücken und Verbetten. Und all die Freunde sind nicht hier. Genie, bleib heute Nacht hier. Alles hinter dir. Steig in den Bus und fühl dich frei. Sind auch die Freunde nicht dabei. Der nächste Song ist die Senorita mitten in der Wüste. Genau, und der letzte Song war für dich, Genie. Wunderbar.
an der Theke. Lassie stand sie da. Sie rauchte Zigarette und trank Tequila. Sie stand sie an der Theke. Die Senorita. Oh, Senorita. Ja, mala policía. Bebida und Tequila. Loco de alegría. Oh, Senorita. Policía. Wunderbar. Radiobühne live heute bei uns. Jackie Braun live zu Gast hier bei uns bei Radio Fips. Und nicht, dass ihr da durcheinander kommt oder dass ihr da durcheinander kommt. Also man muss es sagen, Jackie Braun, wenn man ganz normal Jackie Braun eingibt im Internet bei Google oder was weiß ich, irgendeiner anderen Suchmaschine, dann müsst ihr schauen, dass er das auch richtig schreibt. Denn ich habe den Fehler auch gemacht und bin dann auf eine Band, ich glaube aus Australien sind die Jungs gewesen, auf eine Band von aus Australien gekommen und sie schreiben sich also Jackie so C-H-E-C-K-I-E und dann Brown, wie man Brown eben schreibt. Ne? Und dahinter habt ihr noch so ein komisches Synonym. Die GEMA-freie Band. Was hat es damit auf sich? Die GEMA-freie Band. Da lass ich mal ein Lobo erzählen. Das ist mein Lieblingsthema. Ja, also ja, wenn ihr es auf der Seite habt, dann darf ich nicht wundern. Nein, es ist wirklich dein Lieblingsthema. Wirklich mein Lieblingsthema. Also ist so, dass mich immer gestört hat, dass wenn wir Veranstalter einen spielen lassen irgendwo, oder wenn man irgendwo Musik von einem hört, dass Band seine eigene Musik auf der Webseite eigentlich dann laufen lassen kann, ohne Abgaben an die GEMA zu zahlen. Und das hat mich früher schon immer aufgeregt. Ach so, ja, bei den Veranstaltungen. Ja, wer zahlt GEMA? Ja, genau, jetzt GEMA-Sache. Und da war in dem Theater hier, in der Theatergruppe ein bisschen in Göppingen, bei der Capo, kennt ihr wahrscheinlich vom Hörensagen auch. Ja, ja. Und die mussten ja bei jedem Song für ganz kleine Sachen schnipseln, mussten die eine horrende Summe an GEMA-Abgaben zahlen. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir uns irgendwo mal bucht, müssen wir wenigstens keine GEMA zahlen. Das wäre schon so ein Ding. Yeah. Und dann die Geschichte noch, also ganz früher von Schweißfuß, ich weiß nicht, ob wer den noch kennt. Ja. Wir haben ein Abschiedstournee gemacht, jahrelang, um ihre GEMA-Schulden zu zahlen, die ihnen durch irgendeinen blöden Plattenvertrag dann mal reingerutscht sind. Und das war ein richtiger GEMA-Opfer gewesen. Und die haben dann irgendwann geschafft, ihre ganzen Songs wieder zu kaufen. Aber es hat ganz lange gebraucht, dass sie überhaupt wieder GEMA-frei waren. Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also das hat weil die halt nichts wussten und nichts wissen, Schiffschutz verstrafe ja nicht. Und die sind da völlig reingerutscht, ich glaube, eine Zeit lang. Ja, und ich habe mit der alten Band da auch manchmal, obwohl wir ja nur eigene Songs hatten, da auch manchmal so Erfahrungen gemacht. Und deshalb fand ich das eigentlich super vom Lobo, dieses GEMA-frei. Immer GEMA-frei. Ja. Und vielleicht zu Jackie Braun, also das ist wie bei Mike Check, das Check. Und das dann IE Braun, das IE ist ein bisschen dem Kili zu verdanken sozusagen. Ja. Wir kommen nochmals zu euch im Proberaum zurück. Wie viel probt ihr? Wie oft seid ihr im Proberaum? Oder habt das nicht mehr nötig? Ist alles schon so perfekt? Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ja, wer probt, der kann nichts. Wer probt, kann nichts, das ist ein Repeat immer. Ja, naja, also nicht jeden Abend, oder? Also, oder? Man hört es ja hoffentlich. Nein, also tatsächlich... Der Spruch war gut, wer probt, der kann nichts. Ja. Also tatsächlich haben wir nicht oft Proben hinbekommen in letzter Zeit, also...
Zum Beispiel, wir haben beim Stadtfest jetzt gespielt, das habe ich aus dem Krankenhaus dann schnell schön ausgemacht. Ich hab zugesagt, ich mir spielen und habe dann schnell die Band organisiert. Wir waren noch im Urlaub. Da konnten wir gar nicht drauf proben. Jetzt auf die Musiknacht, da konnten wir wenigstens ein bisschen proben. Da war ich nicht. Aber dann war mal der Till nicht da, dann war mal der Lobo nicht da. Also das ist unter anderem der Grund, warum wir GEMA-freie Musik machen. Die Leute würden eh nicht zahlen dafür. Die Musiknacht war die Generalprobe für heute. Die Musiknacht, ne? Genau, heute ist die Probe eigentlich, oder? Irgendjemand hat gesagt, heute wäre Probe. Dienstag ist Probe. Genau. Wunderbar. Also wissen wir das auch. Und wenn die Probe läuft, wie lange probt man? 10 Minuten bis zum ersten Bier, oder? Nee. Also so kurz geht's nicht. Ja, wir proben eigentlich dann oft ziemlich lang. Es kann aber auch sein, dass mal der Till früher gehen muss oder der Lobo früher gehen muss. Aber wir haben oft auch noch jemand Fünftes da. Also zum Beispiel live unterstützen uns immer mal wieder der Harry an der Gitarre oder Marvin und Martin und Jens am Bass. Also wir haben immer mal wieder Live-Unterstützung. Und der Peter und ich, wir tun mit den Leuten dann schon manchmal länger spielen. Ja, wenn ich mal da schon heimgegangen ist. Jetzt ja, wäre meine nächste Frage gewesen. Die Band, so wie sie jetzt besteht, ist fest in Stein gemeißelt oder kann jederzeit noch irgendwie jemand dazukommen? Ja, also als Gast eigentlich. Genau. Beim Fest sind wir so eine feste Stammbesetzung, aber auch Gäste sind immer willkommen, wenn wir sagen, die passen von der Musik herein und haben Bock mitzumachen, irgendeinen Quatsch mit uns, dann freuen wir uns, gell? Ja, deshalb haben wir auch die ein oder anderen Songs, die haben so ein bisschen einen Jam-Charakter. Auch heute haben wir halt so ein bisschen umgestellt. Deshalb, da kann jederzeit jemand reinkommen, dazukommen, mitspielen oder sowas. Also, ja, wir suchen noch einen guten Basser und gute Sänger. Okay, ich hab's verstanden. Der Peter, der will uns ersetzen. Genau. Also wenn jemand Schlagzeug spielen will, muss auch nicht unbedingt immer spielen. Also ich hätte ganz so einen Gospelchor. Das sagt derjenige, der in Anführungszeichen der heißeste von euch ist. Ich habe es noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht gehe ich zu selten auf Konzerte oder so. Aber nicht nur fürs Ohr, sondern auch fürs Auge. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Auf einmal fangen seine Sticks an zu glühen. Und er spielt dann mit Leuchtsticks. Hab ich wirklich noch nie gesehen. Also Schlagzeuger mit Leuchtsticks, also heißer Schlagzeuger, lass die Sticks leuchten. Ja, ja. Der Pete hat einmal so einen von meinen Wünschen echt erfüllt. An seinem Geburtstag haben wir wirklich mal in Blues Brothers Besetzung mehr oder weniger gespielt. Wirklich, das war schon immer so ein bisschen mein Traum, mal mit einer richtig großen Band zu spielen. Und da hat man wirklich Trompete, teilweise drei Bläser. Zwei Keyboarder noch mit auf der Bühne. Und also kunterbunt. Leute, genau, wo wir uns im Bass abgewechselt haben und so. Also diese Abwechslung muss immer ein bisschen bleiben bei uns, aber wir sind offen. Wir spielen manchmal ohne Saxophon oder ohne ein Till. Aber es ist halt was anderes, gell? Es ist einfach nicht so. Ja, es ist so facettenreich. Okay, bin ja froh, dass er das hat. Das ist eigentlich viel cooler ohne den. Ja gut, es ist ja nur terminbedingt, dass man die Musiknacht ohne dich spielen muss. Genau. Ja, also was man bei euch auf jeden Fall feststellt, ihr habt sehr, sehr viel Spaß miteinander. Ja, das ist definitiv. Denke ich auch. Das wäre ja gruselig. Grundlage. Wir machen nebenher Musik, sagen wir mal so. Das war ein Trennungsauftritt heute im Radio. Ja, aber ich denke, dass es wirklich auch so ist. Also, wenn man es machen muss, weil man damit Geld verdienen muss, das ist hart. Dann denke ich doch, dass irgendwo dann auch der Spaß verloren geht. Ja. Ja klar, es geht die Luft raus. Du musst extrem viel Zeit haben und extrem gut sein. Dann denke ich, das hat trotzdem noch Spaß, aber es muss echt extrem sein. Ja, und dann ist, glaube ich, auch wenn man wirklich so Erfolg haben will, dann müssen die Stücke genau immer gleich sein. Die müssen in ein bestimmtes Schema reinpassen. Und bei uns ist es immer irgendwie jedes Mal anders eigentlich. Und machen auch mal, wir machen auch mal einen Verspieler rein, das gehört auch dazu. Also das genau, Jazz. Wir nennen es Jazz. Genau. Wenn man Verspieler macht, muss man zweimal machen, damit das dann quasi Ding zur Absicht, genau. Miles Davis hat es gesagt. Mach den kleinen Fehler nochmal, dann klingt es wie gewollt. Wie gewollt, ja. Nächste Frage an euch. Wenn euch jetzt Leute da draußen hören und euch buchen wollen, wie können sie das machen? Welche Möglichkeiten haben sie? Auf jeden Fall mal über die Webseite, per Mail-Kontakt. Ja, wie ist der Mail nochmal? Das ist einfach info@jackiebrown.de. Also, wir haben eine eigene Domain, jackie-brown, so wie wir es geschrieben haben. Mit C-H-E-C-K-I-E-B-R-O-W-E. Und einfach eine Mail an uns.
oder ja. Persönlich ansprechen, funktioniert dann. Sie rufen bei euch. Sie können bei euch im Radio anrufen. Ja, genau. Wir müssen halt weitergeben. Provision, genau. Ja. Venedig Pizza ist. Aber wenn es ein cooles Konzert ist und coole Anlage schon steht und alles mögliche, eine coole Location, dann sind wir da auch recht. Also die letzten Gigs, das sind wir eigentlich so oft bei dem Gig gleich angesprochen worden fürs nächste sozusagen. Das war eigentlich optimal, so müsste es laufen. Guter Hinweis mit euren Gigs. Was ist euch lieber, so eine größere Halle oder dann so in gemütliche Atmosphäre, so Art Wohnzimmerkonzert oder... Ja. Oder größere Hallen? Eigentlich für beides. Also große Halle hat man halt nicht. Große Halle kriegen wir eigentlich voll. Nee. Das ist das Problem. Da muss man schon irgendwo eine Party mitten reinplatzen, damit die Leute und die Türen zumachen. Dass die auch da bleiben. Jetzt zum Beispiel nehmen wir einfach entweder das Stadtfest, also eine größere Veranstaltung, oder wirklich so ein Wohnzimmergefühl, so Wohnzimmercharakter. Am coolsten sind so Clubkonzerte, oder? So im Wohnzimmer, wenn so die Leute auch. Das ist immer am witzigsten. Das war jetzt beim No Fucking Budget. Liebe Grüße an alle, die dann haben wir die sind völlig so abgegangen. Da waren vielleicht noch 10 Leute oder so am Ende da. Zum Schluss. Und die sind aber alle so völlig abgegangen. Es hat riesen Spaß gemacht, dann zu spielen. Es war dann wertvoller, als wenn man dann 100 Leute hat, die dann in der Nase bohren und ins Handy gucken quasi. Ja. Das ist natürlich dann echt cool gewesen. Also ich mag das nah dran. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir auch ganz kurz hintereinander haben wir erst beim Gary im Bambule gespielt. Der Gary, der leider jetzt verstorben ist. Und dann kurz drauf im Ewerk beim Da Capo sind wir eingesprungen für Valle di Luna, weil die krank waren. Und ich fand beides gut, aber bei dem Club warst du halt einfach näher an den Leuten dran, du kriegst eher mit. Also mir ist das fast lieber so Club-Atmosphäre. Mir hat es da aber auch gut gefallen im Ewerk. Ja, das war schon auch super. Ja. Aber es ist halt immer eine Distanz. Weil es halt so eine Theatergruppe hat, eine Verbindung da, weil ich dachte, das machen wir mal bei den alten Freunden. Ja, beides klasse, ja. Genau. Also ist auch keine Riesenhalle. Das Ewerk ist ja auch noch was nicht total aus dem Rahmen fällt. Ja. Nächste Frage, wenn jemand eure CD haben möchte oder einfach mal einen Song von euch oder Songs von euch, wie kommt er an die Songs? Also CD muss man halt auch uns am besten wieder anschreiben sozusagen, dann kann man die ohne Probleme haben. Ansonsten eigentlich haben wir halt viel online. Auf Spotify, also alle Play-Dinger, die es gibt, sind wir quasi drin. Ich halte mir den QR-Code eigentlich einfach kurz den QR-Code ins Mikrofon. Kurz mal auf den Lautsprecher fotografieren wollte, ich halte ihn jetzt gerade mal da rein. Also Spotify bist du bei Apple Music rein. Einfach nach Jackie Brown suchen und dann kommt, also wenn man es richtig schreibt, dann kommt dann das Richtige auch. Also freie Plattformen wie FreeMA ist immer auch. FMA ist für Creative Commons Musik, ist ja quasi auch so eine eigene Kategorie, gerade mit GEMA-frei. Und da sind wir auf einer Plattform quasi fest drauf mit allen möglichen Sachen. Also das nennt sich freemusicarchiv.org, kam aus Amerika oder war ursprünglich mit dem freien Radio verknüpft, so ähnlich wie bei euch ein freies Radio. Ja. Und dann haben die irgendwann mal halt mit Spenden keine Spenden mehr gekriegt. Das war zu Trump-Zeiten und wir haben keine Spenden mehr rein und mussten das Radio abgeben, verhökern. Und letztendlich ist irgendwann mal in Holland gelandet bei irgendeinem Musikanbieter, der das quasi als freie Plattform parallel betreibt. Also es gibt es noch, das Free Music Archiv, und das ist für uns schon echt ein Geschenk gewesen, dass wir da reinkommen konnten und dass wir da auch Musik anbieten können. Kostet nichts, ist quasi auch für nicht kommerziell alles frei, runterladbar, hörbar, frei. Also nur die, wo kommerziell was mitmachen müssen, können sich Lizenzen kaufen. Aha, okay. Ich darf euch wieder bitten, an eure Instrumente zu gehen, damit uns nicht die Zeit zu schnell davonläuft, wollen wir nicht so viel quatschen, sondern eure Musik hören. Dazu seid ihr ja natürlich auch schließlich da, eure Musik unseren Hörern vorzustellen. Ja, liebe Hörer, heute live zu Gast, wie gesagt, bei uns auf der Radiobühne. Jackie Brown, wie gesagt, die GEMA-freie Band ist heute live zu Gast. Viel Spaß. Es ist noch nicht vorüber,
so viele Worte nicht gesagt, so viel noch nicht besprochen, so viele Taten nicht getan. Ganz kalt, doch in Lichter kocht die Wut. Es ist noch nicht vorüber, so viele Worte nicht gesagt, so viel noch nicht besprochen, so viele Taten nicht getan. So viele so. Taten, ja. Jetzt, ja. Jetzt kommt der Pilzrock, der Mushroomrock. Mit der Mary Rose. Mit der Mary Rose, das haben wir noch nie gemacht. Die Kombination ist mir völlig neu. Wird echt spannend, ob man das so... Premiere. Mit Umstieg vom Bass auf Blues haut. Bin mal gespannt, ob das klappt. Thank you.
standing here waiting for my honey. Hope she will come for having my fun. But she's not here, so I drink another. I'm still standing here, hope that the warmth that my Mary will come, yeah. But she's not here, so I drink another beer. So show it all, show it all away. Show it all. What's that? It's Mary on my wish. I say how she miss, how wanna give her a kiss. But she's not here, so I drink another beer. Just another one. To show it all, show it all away. Not here. Wo soll sie denn sonst sein? Hä? Ja, wo ist sie denn? Das ist ein Song, den habe ich als 19-Jähriger geschrieben. Da gab's halt auch noch keine Marie. Und das ist mittlerweile, bin ich unter der Haube glücklich mit Kindern und Enkeln, also keine Sorge. Macht euch keine Sorge. Here, what it is.
Und jetzt liegst du hier, 2,50 Meter unter mir. Und die Rosen werfen mir zu dir. Radiobühne live, heute live zu Gast. Jackie Braun hier bei uns auf der Radiobühne. Und Jackie Braun, das ist Michael Kielkopf, Till Katz, Peter Bruckmüller und Wolf Schweitzer Gareth. Ja, einen haben wir noch, bevor er dann nochmal auf die Schnelle, aber ganz schnell dann hierher kommt. Und dann. Okay. Heute grau, was ist auf Billy? Sonst stößt er auf dich ein. Komm schon, zieh dich warm an, zieh dich warm an, zieh dich grün an, Billy. Komm schon, zieh dich warm an, zieh dich nackt an, zieh dich grün an, Billy. Ich werde grün, du ärgerst mich, ich werde grün. Du ärgerst mich, ich werde grün. Du ärgerst mich, ich werde grün. Komm schon, zieh dich warm an, zieh dich nackt an, zieh dich grün an, Baby. Komm schon, zieh dich warm an, zieh dich nackt an, zieh dich grün an, Baby. Batman sind dreckig und gemein. Superman und Batman schlag ich die Fresse ein. Superman und Batman von mir auf allen vier. Superman und Batman werde ich gleich die Fresse verlieren. Ich bin verrückt, Mann, bin durchgeknallt. Ich bin verrückt, Mann, den Rücken hab ich geheilt. Ich bin verrückt, Mann, bin durchgeknallt. Ich bin verrückt, Mann, den Rücken hab ich geheilt. Thank you.
alles grün am Schlagzeug. Es ist alles grün, eine Topfpflanze. Es ist alles grün am Unterhemd. Es ist alles grün! Jackie Braun heute live zu Gast bei uns auf der Radiobühne. Ja, und vorgeschrittene Uhrzeit, geht so schnell die Stunde, die verfliegt einfach, das ist unwahrscheinlich. Ganz kurz noch, was für Termine stehen bei euch jetzt noch in nächster Zeit an? Ja, also 25.11. da spielen wir beim Benefits für den verstorbenen Gary. Da gibt es ein Benefits im Bambule, also beim CVM Göpping. Das ist jetzt mal der nächste Termin. Genau, im Januar startet die Welttournee. Im Januar haben wir wahrscheinlich auch nochmal am 20. Januar einen Termin, aber der steht noch, der ist noch nicht ganz, ganz klar, deshalb kann ich ihn jetzt noch nicht sagen. Ja, also gerne, gerne buchen. Offen für Ideen. Welttournee One Stop Only in Göppingen. Ja, wir würden auch mal in Stuttgart spielen. Ja, natürlich. Weiß ich nicht. Ob Stuttgart euch haben möchte. Da will er nicht. Hey, da will er nicht. Kein Thema. Genau. Der Prophet will nicht zu Hause. Hey, ich habe doch keinem gesagt, dass ich hier spiele, gell? Ach, stimmt. Stimmt, er spielt ja eigentlich nur heimlich bei uns. Ja, er hat eigentlich eine ganz große Band, die ab von Kulos. Die jetzt eigentlich auch gerade im Moment proben, aber ist egal. Ah, ja. Das ist der Grund, warum ich immer früher weg muss. Deshalb geht er immer früher, ja. Genau. Okay, Leute, wenn ich zur Uhr schaue, leider ist die Stunde schon vorbei. Ich darf mich auf jeden Fall im Namen des gesamten Radio Fips Teams recht, recht herzlich bei euch bedanken für euren Besuch. Vielen, vielen Dank. Auch Dankeschön an Angeline, dass ihr das möglich gemacht habt. Dass ihr heute hier Groupie. Seid. Endlich haben wir ein Groupie. Ja, und, hey. Und euch vielen Dank, dass ihr uns das Ganze ermöglicht habt. Dass es ja, schön, ja, danke. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, ebenfalls noch Dankeschön an den Mann am Mischpult, an unseren Oli. Vielen, vielen Dank, Oli. Und wir hoffen, ihr habt noch Hörer jetzt. Und ich würde sagen, danke, dass ihr da wart. Und haben wir noch so ein, zwei. Yeah. Ah, cool. Ja, cool. Okay. Gerne. Vielen Dank. Tja, liebe Hörer, ich darf mich dann ebenfalls von euch allen verabschieden. Das ist dann gewesen die heutige Radiobühne mit Jackie Braun. Und die nächsten Tage sind dann, beziehungsweise die nächsten Dienstage sind ebenfalls schon ausgebucht. Am 14. November haben wir Airy Vibes, am 21. November Ron Rocken, am 28. November Iron Blake and the White Shirts, die Tribute Elvis Band aus Stuttgart. Und natürlich auch noch ein ganz, ganz toller Termin ist der 19. Dezember. Amy Montgomery mit Band. Und das ist dann Rockpop mit irischen Wurzeln. Aber jetzt haben wir Göppinger Wurzeln, Stuttgarter Wurzeln. Viel Spaß mit Jackie Braun. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal. Let's go overthrow. Yeah,
Tisch bei Geheime Tipp. Köpfe gepackt und noch paar Sachen dazu. Wir sind auf der Straße, hören Musik dazu. Du sagst plötzlich, woher nur? Was werden wir tun? Ich sag, wir sind auf der Straße, hören Musik dazu. Und hören Musik dazu. Und hören Musik dazu. Und hören Musik dazu. Und hören Musik dazu. Nacht wird, dann halten wir an, machen ein Lagerfeuer und grillen entspannt. Du sagst, wir sind auf der Straße, was werden wir tun? Ich sag, wir sind auf der Straße, hör Musik dazu und hör Musik dazu. Und hör Musik dazu. Und hör Musik dazu. Und hör Musik dazu. Wir fahren immer weiter, es ist kein Weg zu weit. Die Sonne brennt, die Hitze steigt. Wir fahren immer weiter, es ist kein Weg zu weit. Uns 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 ist kein Weg zu weit.
sind auf der Straße. Was sehen wir tun? Ich sag, wir sind auf der Straße. Hör Musik dazu. Was sagt, wir sind auf der Straße. Was sehen wir tun? Ich sag, wir sind auf der Straße. Musik dazu. Sofa, da am Stein.